Schönen guten Tag, liebe Zuschauer. Ganz herzlich willkommen zu Maidorns Meinung mit Alfred Maidorn. Schönen guten Tag, Herr Maidorn. Hallo. Wir schauen zunächst mal bei den Einzelwerten auf Apple. Bei Apple gab es ja gestern dann die neue Produktvorstellung. Das neue iPhone wurde vorgestellt. Es soll mit mehr Druck gearbeitet werden. Das heißt, je fester man draufdrückt auf das Display, nicht was Sie jetzt wieder denken, je fester man auf das Display draufdrückt, umso mehr Funktionen hat man. Es gibt neue Farben, es gibt Neuigkeiten zum Apple TV und es gibt auch Neuigkeiten zu einem größeren Tablet. Viele Neuigkeiten, aber so wirklich gefruchtet hat das trotzdem nicht bei dem Apple-Chart, oder? Ja, das nicht, zumal es war auch wirklich nichts Überraschendes dabei. Man hatte eigentlich mit allem vorher gerechnet, mit dem größeren iPad, mit kleinen Verbesserungen beim iPhone 6 und 6 Plus. Also die heißen jetzt ja 6S und 6S Plus. Ja, das war eigentlich wie geplant. Das Apple TV, gut, ein paar Besserungen, aber die gab es bei anderen Herstellern auch schon. Also da hat Apple nichts Neues auf den Weg gebracht und daher auch die Enttäuschung doch spürbar gestern, obwohl interessanterweise die Aktie im Vorfeld dieser Veröffentlichung schon recht stark gefallen ist, ist sie dann gestern nochmal unter Druck gekommen und heute geht es nochmal ein Stück weiter nach unten. Eigentlich ist es ja immer so, dass Apple im Vorfeld von neuen iPhones immer anzieht, der Kurs. Also es gab es noch nie, dass die Aktie im Vorfeld gefallen ist. Jetzt hätte man eigentlich denken können, dass sie dann danach steigt, auch wenn das Ergebnis nicht so toll war. Aber das kann ja noch kommen. Also die nächsten Tage werden dann erst ein bisschen wackelig bleiben, denke ich mal. Was heißt das für den Anleger jetzt, wenn die nächsten Tage wackelig werden sollten? Ja, also ich glaube, es ergibt sich in den nächsten Tagen wirklich mal eine ganz gute Kaufgelegenheit. Denn natürlich gibt es irgendwann wieder das iPhone 7 wahrscheinlich, logischerweise dann im nächsten Frühjahr oder vielleicht erst im nächsten Herbst. Und dann wird es auch wieder Neuerungen geben, wieder durchgreifende Neuerungen. Also diese Enttäuschung jetzt, die ist nicht ganz so groß, aber sie eröffnet vielleicht wirklich ganz gute Kaufchancen in einer Aktie, die mit einem KGV von 11 jetzt wirklich extrem günstig ist. Und Apple ist nicht mehr dieses stark wachsende Unternehmen der letzten Jahre. Es ist ein solider Basiswert, ein Dividendenzahler. Und jetzt auf dem Niveau so in etwa, vielleicht gehen wir nochmal unter die 100 Dollar. Das wären also ungefähr so Richtung 90 Euro, dass wir das Tief nochmal testen. Aber ich glaube, da kann man durchaus mal ein Schnäppchen schlagen. Dann schauen wir uns den nächsten Wert an. Darüber sprechen wir eigentlich in fast jeder Sendung bei uns über Jinko Solar. Macht ja auch Spaß, immer was los. Immer was los, das ist eigentlich auch schon das Stichwort. Es wird, es sollte, es dürfte in der nächsten Zeit hier zu heftigen Kursbewegungen kommen. Warum? Was ist da im Busch? Ja, es gibt hier eigentlich immer heftige Kursbewegungen, wie man sieht. Ich glaube, sie spielen darauf an, dass es relativ viele Leerverkäufer gibt. Die gibt es in der Tat. Bei Jinko Solar sind 4 Millionen Aktien leerverkauft. Das ist wirklich sehr viel. Und man hat es in den letzten Tagen gesehen, es gab immer wieder so starke Steigerungen. An einem Tag mal war die Aktie zeitweise mal 30% im Plus an der Wall Street, an einem Hauptbörsenplatz. Und das kann jederzeit wieder passieren. Zudem gibt es noch gute Nachrichten von Jinko Solar. Heute gerade erst gleich zwei an der Zahl. Einmal hat man neue Module, die einen Leistungsoptimierer eingebaut haben, um Verschattung auszugleichen. Aber viel wichtiger ist die zweite Nachricht. Man hat eine neue Finanzierung erhalten von der China Industrial Agriculture Bank, wenn ich es richtig, CIBC. Das ist immerhin die größte Bank der Welt. Den Namen sollte man eigentlich aussprechen können. Aber, wie heißt sie nochmal? China Industrial and Agriculture Bank of China. Ich glaube, so heißt sie wirklich. Okay. Und das sind schlanke 10 Milliarden Yuan, umgerechnet 1,4 Milliarden Euro, also wirklich eine ordentliche Summe. Und mit diesem Geld will Jinko Solar seine Solarparks weiter ausbauen, neue Solarparks bauen. Und das ist wirklich mal eine durchschlagende Nachricht, denn einen so hohen Kredit zu bekommen als Solarfirma, das ist heute nicht gerade alltäglich. Sie raten oder Sie sind zumindest von Jinko Solar überzeugt, das heißt, Sie raten auch, bleiben auch weiterhin beim Kauf? Ja, klar. Jetzt ist natürlich nach dem Anstieg, jetzt haben wir ungefähr, etwas mehr als die Hälfte dieses Absturzes wieder aufgeholt. Jetzt geht es vielleicht erstmal ein bisschen seitwärts, aber ich bin weiterhin guter Dinge, dass wir die Trennlinie schnell wieder erreichen und dann bis Jahresende auch die Jahreshöchstkurse von hier um die 30 Euro wieder sehen. Am vergangenen Dienstag hatten wir keine Sendung gemacht, Herr Maidorn. Sie waren nämlich nicht da. Sie haben mich einfach sitzen lassen, aber nicht ohne Grund. Sie waren nämlich hier bei 7C Solarparken. Da hatte man den Businessplan vorgestellt für die nächsten Jahre. Und ich muss es dazu sagen, aus der Redaktion kamen eben schon Fragen von Kolleginnen, die sagten, Johanna, wieso heißt das denn Solarparken? Sind das Holländer? Nein, sind es nicht. Es sind eigentlich Nachbarn von uns in Bayreuth. Was hat es denn da gegeben? Ja, wobei der Name kommt tatsächlich daher, dass das eine Fusion wäre aus einer deutschen und einer belgischen Firma. Und diese belgische Firma hat den Namen 7C Solarparken. Ich schätze mal, das ist die belgische Mehrzahl von Parks, ist dann eben Parken. Und man hat die deutsche Collexon übernommen oder ist fusioniert und betreibt jetzt
die Solarparks gemeinschaftlich insgesamt über 70 Megawatt. Und man hat jetzt gesagt, oder man hat jetzt gerade einen Kaufvertrag geschlossen über weitere 13,7 Megawatt und will in den nächsten beiden Jahren auch noch zukaufen. Und das war immer so ein bisschen, naja, ich sage nicht, dass das Problem, so 7C Solarparken hat sich in erster Linie fokussiert darauf, Solaranlagen zu optimieren, die man selber hatte. Damit ist man jetzt quasi durch und jetzt werden halt neue Anlagen hinzugekauft. Man wächst und auch die Aktie wächst, wie man sieht. Diese wirklich überraschende Ankündigung des Wachstums auch der nächsten beiden Jahre hat den Kurs auf ein neues Allzeithoch getrieben. Wir waren, glaube ich, in der Spitze mal bei 2,50 Euro, jetzt 2,40 Euro. Und ich denke mal, es waren gestern rund 20 Analysten vor Ort, dass da in den nächsten Tagen und Wochen vielleicht noch die eine oder andere Kaufempfehlung kommt. Müsste eigentlich, denn es war wirklich eine durchaus positive Veranstaltung und tatsächlich eine ganz neue Story ist ja eigentlich hier entstanden. Also durchaus möglich, dass 7C Solarparken so ein bisschen auf den Spuren von Capital Stage wandert, die ja von einem Rekord auf zum nächsten eilen. Glauben Sie, dass es trotzdem jetzt nach diesem heftigen Anstieg erstmal zu einem Rücksetzer kommt, den man abwarten sollte? Ja, natürlich. Es geht jetzt so nicht weiter. Dann wären wir wahrscheinlich in 3 Monaten oder in 3 Wochen bei 10 Euro. Klar, es gibt erstmal, wie eigentlich immer nach jedem starken Anstieg, erstmal eine Seitwärtsbewegung, höchstwahrscheinlich. Aber trotzdem glaube ich, dass bis Jahresende zumindest in Richtung 3 Euro könnte es gehen. Und nächstes Jahr ist dann auch noch mehr drin. Vorausgesetzt, man setzt das auch um, was man jetzt angekündigt hat. Das muss man mal abwarten. Aber eigentlich ist das Unternehmen und gerade auch mit der belgischen Führung dafür bekannt, doch sehr konservativ zu planen und auch die Aussagen sehr konservativ zu halten. Also eher sogar die Möglichkeit, dass das sogar noch besser wird als angekündigt. Das heißt, wir warten jetzt ab, bis wir noch ein bisschen zurückkommen und steigen dann ein? Ja, also ich denke mal 2,30, da könnte es nochmal hingehen. Das wäre ein gutes Niveau zum Einstieg. Also vielleicht jetzt nach dem Anstieg gerade zu kaufen, ist nicht so ganz optimal. Es gibt auch mal hier, glaube ich, wieder einen schwachen Tag. Schwache Tage sehen wir bei Nordex kaum, auch wenn sich der Gesamtmarkt eher nach unten orientiert hatte. Bei Nordex ging es trotzdem weiterhin bergauf. Kleine Ausreißer nach unten hatten wir auch hier gesehen, aber auch ganz schnell wieder die Erholung. Jetzt bei 25,46 Euro. Glauben Sie, dass man hier jetzt noch einsteigen sollte? Und was trauen Sie Nordex noch zu? Wenn ich gerade nachschaue, Sie hatten beim letzten Mal gesagt, kaufen und das Kursziel bei 40 Euro gesetzt. Ja, und da hat sich nichts dran geändert. Es gab überraschenderweise, muss man fast sagen, heute mal eine ordentliche News. Es gab die Bekanntgabe von Aufträgen der letzten 2 Monate. Normalerweise gibt ja Nordex fast wöchentlich neue Aufträge raus. In letzter Zeit ist es ein bisschen weniger geworden. Man hat offensichtlich gesammelt und hat heute dann gleich gemeldet, Juli und August 260 Megawatt in Deutschland an den Mann gebracht oder an die Frau. Die kaufen ja vielleicht auch mal eine Solaranlage. Und das ist wirklich ordentlich. Das sind 260 Millionen Euro ungefähr in 2 Monaten. Und damit, und das im Sommer, was jetzt nicht gerade so die beste Zeit ist für den Verkauf. Also Nordex setzt einfach da an, wo man aufgehört hat im ersten Halbjahr. Das zweite Halbjahr startet genauso gut. Und das sieht man auch an der Aktie. Es gibt kaum Rücksetzer. Dieser Anstieg heute war schon mal stärker. Wir waren halt sogar schon bei 26 Euro. Und ich glaube, wenn der Markt sich auch wieder stabilisiert, wir haben ja heute auch einen schwachen Gesamtmarkt, dann sehen wir ruckzuck auch die alten Jahreshochs wieder. Das wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen passieren und dann dieses Jahr Richtung 30 und darüber und nächstes Jahr, ich bleibe dabei, 40 Euro sind möglich. Ganz im Gegenteil, nicht so gut sieht es hier bei E.ON aus, bei dem Energieriesen. Da sah es schon im Prinzip seit längerem nicht gut aus. Aber man hat jetzt Nachrichten bekommen, dass man eben diese Aufspaltung des Unternehmens so nicht durchführen kann, nicht durchführen darf. Das heißt, unter diesem Jahresstrich wird wieder ein dickes, fettes Minus stehen bei E.ON, oder? Ja, man muss tief gucken, um den Kurs zu finden. Also man muss da wirklich richtig runterschauen. Was habe ich denn da letzte Woche gesagt bei E.ON? Bei E.ON hatten Sie letzte Woche gesagt, habe ich nicht aufgeschrieben. Ich habe geschrieben, dickes Minus unter der Jahresbilanz. Alfred, ja, also Maidon ist sprachlos. Ich denke mal, nicht so viel Positives. Nein. Tatsächlich, die Meldung heute kommt nicht so ganz überraschend, denn E.ON muss ja für die Kosten aufkommen. Und dass man das jetzt ohnehin bezahlen muss, dann sagt man sich, okay, dann um das Risiko zu minimieren, behalten wir das Risiko doch lieber selber oder besser gesagt, lagern es dann mit aus. Bezahlen muss E.ON das sowieso, egal wie man es macht. Und, der Rückbau der Atomkraftwerke. Und das wird teuer und wahrscheinlich werden die Rücklagen gar nicht ausreichen. Und dieser ordentliche Milliardenverlust, der entstehen wird, ist auch keine so große Überraschung. Denn wer E.ON sich ein bisschen länger anschaut, der weiß, dass es operativ eigentlich schon seit 2 Jahren nicht gut läuft. Und das spiegelt sich jetzt mehr und mehr an den Zahlen wider. Man zahlt die Dividende aus der Substanz schon die letzten Male und auch dieses Mal.
denn die Dividende wird aufrechterhalten. Aber was nützt mir die schönste Dividende von immerhin noch 50 Cent pro Aktie, wenn der Kurs immer weiter fällt? Diese 50 Cent verliert E.ON. Ja, heute sind es schon mehr als 50 Cent, ja, bei fast 70. Also das sieht nicht gut aus. Klar, E.ON wird nicht in dem Tempo weiterfallen, aber ich habe es oft gesagt, ich sehe auch einfach kein Potenzial, wo die Erholung herkommen soll, wo die Zukunftsfantasie herkommen soll. Denn das Stromgeschäft wird schwierig bleiben und in dem einzig wachsenden Markt bei Erneuerbaren ist man nur sehr vorsichtig dabei. Man will das jetzt forcieren, aber da ist man doch ein bisschen spät. Dann schauen wir nochmal ganz schnell, weil die Zeit uns schon wieder davonläuft, auf Lufthansa. Hier haben wir ja noch einen Vergleichschart mit Ryanair. Bei Lufthansa muss man sagen, die Aktie sehen wir heute eigentlich ganz gut aufgestellt, obwohl es momentan mit den Streikmeldungen ja, nein, ich meine jein, also es geht immer weiter hoch, runter. Es wird gestreikt, es wird nicht mehr gestreikt. Es ist mittlerweile, glaube ich, der 16. Streik schon. Haben Sie gut mitgezählt. Ja, aber bei der Lufthansa ist es trotzdem so ein bisschen wackelig, das Spiel, oder? Ja, die Streiks belasten die Aktie eigentlich gar nicht mehr. Man sieht es auch hier in den letzten Tagen, ging es eher ein Stück nach oben, trotz Streik. Der Streikabbruch hat jetzt auch nicht zu Jubelstürmen geführt. Also das ist jetzt nicht mehr das große Thema. Das große Thema ist, und das sieht man ganz gut im Vergleich zu Ryanair, dass Lufthansa operative Probleme hat, dass man einfach mit diesen Billigfluglinien, die wirklich, bei denen es sehr gut geht, Ryanair auf Allzeit hoch, die Aktie hat sich in den letzten 5 Jahren mehr als vervierfacht und Lufthansa hat im gleichen Zeitraum 20% verloren. Also man kann da einfach nicht mithalten. Man muss diese Billig-Airline offensichtlich gründen, wo man ja plant, sie zu gründen. Aber das wird noch ein bisschen dauern und das wird natürlich verzögert durch die Pilotenstreiks auch wiederum. Und zweitens ist man auch hier natürlich sehr spät. Ryanair ist im wahrsten Sinne des Wortes davongeflogen. Ja. Hat auch viele Passagiere natürlich von Lufthansa abgeholt. Das gleiche gilt für EasyJet. Also das sieht, da muss man hart kämpfen, um da wieder ranzukommen, den Anschluss zu finden. Und mehr mit den Pilotenstreiks wird es eben nicht besser. Also auch hier sehe ich wenig Potenzial, dass sich diese Schere wieder schließt. Ich glaube eher, sie wird dann irgendwann noch weiter auseinandergehen. Das heißt, die bessere Wahl wäre in diesem Fall Ryanair statt Lufthansa. Ja, ganz klar. Also würde ich jetzt, das ist jetzt auch nicht einer meiner Favoriten, aber wenn ich eine Luftfahrtsgesellschaft kaufen müsste, würde ich Ryanair oder EasyJet kaufen und die Lufthansa eben nicht. Meinung, vielen Dank für den Überblick der Einzelwerte. Liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.